Nice one. Okay. So, jetzt fangen wir mit Third an. Third. Ich muss Twitch aktualisieren. Edit, fuck that. Maeve startet. Ja, Maeve macht schon. Mach mal Third rein, mach mal Third rein hier. Wie die Pfeiltaste nicht funktioniert. Okay. Erstes Match in Third. Chan gegen Rehle. Start the tournament. Erstes Match, Chan gegen Rehle. Wo ist Chan? Chan! Chan! Du spielst gegen Rehle. Chuken! Chuken! Du spielst Best of Three. Best Chuken, Nino! Third! Steh auf! Eipuschul! Adam, hier bleibt die. Jetzt haben wir Third Strike hier. Chuken im Platz. Das erste Match ist. Nino Juric! Sieg gegen Rille. Okay, Overview. So, jetzt spielen wir Third. Ich hoffe, das Bild ist eingestellt. I don't know. Der Laptop muss leiden. Ist das jetzt alles schon abgespeichert? Ja, ja, jetzt kannst du das Bracket wechseln. Geh mal drück auf Virtual Dojo. Und jetzt kommt das gute Spiel nämlich. Jetzt kommt das beste Spiel der Welt natürlich. Ja, natürlich. So, wir haben mir vorgenommen es zu gewinnen, deswegen trinke ich noch einen Shot, um meine Nerven zu beruhigen. Mal schauen, was so, geht. So, hier noch einmal ein kurzer Blick auf unsere beiden Kommentatoren. Hallo. Herbert von und zu, Maeve, der Unwerfbare. Und ich, Nazirex. Also ist so. Player One haben wir Rehle mit seiner Makoto und sie mit seinem Urian, Saipan. Ich muss so pissen. Ino Juric! Bonjour. So. Jeder Spieler kann mit jedem Stick spielen. Ein guter Spieler kann mit jedem Stick, genau. Egal wie schlecht er ist. Okay, ich muss umpissen. Maeve, red über den Scheiß kurz. Ja, also das Match geht jetzt gleich los. Es wird sein, Rille wird Makoto nehmen. Und sie Urien. Sie ist aus Deutschland, ein sehr guter Spieler. Ja, Standard Urien SA3. Rille SA2. Mal schauen, was. Mal schauen, was in dem Match passieren wird. Wir sind mal gespannt. Geh mal rein. Rille mit einem starken Frontcore. Das erste Match. Kill. Ah, da sieht man, dass ich das Hit hier eingestellt habe. Sehr gut eingestellt. Fantastisch. Oh, sehr schön. Schafft das? Ei! 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 Nein, kein Stun! On the verge of being stunned, but chip damage would do it!
schaut nicht gut aus. Stärkster Wurf im Spiel, stärkster Wurf im Spiel. Aegis Reflector, guter Block von Rehle. Sehr schön geblockt. Stärkster Wurf im Spiel, beide nächster. Oh, guter Chip, Rehle holt das erste. Rehle holt das erste. 1-0 Rehle. Also wirklich. 1-0 Rehle. Habe ich, um ehrlich zu sein, nicht mitgerechnet. Was? Was ist das? Achso, ich muss sofort hin. Ich dachte. 1-0 Rehle. Machen wir wieder Full View. Machen wir Full View. Ein stärkster Wurf im Spiel. Ja. Gut kommen, gut kommen. Immer genug. Erfahrung. Sie jetzt solide, sie jetzt solide. Sie musste ja letztes Mal leider gehen, als Spur Turnier war. Ei! Urien, Urien, ja. Ei! Stärkster Wurf im Spiel. Charakter. Kann er ihn stunnen? Kann er, das wird er stunnen. Nein, nicht. Aber er muss nur einen. Ja, jetzt stunnen. Hayate, Hayate! Ah, das wird. Daipan, Daipan! Ja. Wie kann der sie? Das soll sein. Nein, nicht einmal. Überlebt gerade noch. Oh! Da hat er die Runde schon gehabt. Wirft sie weg, wirft sie weg. Das Setup zu blocken, was er jetzt gerade für sie gemacht hat, muss man verlieren. Und das in die Richtung des Characters. Also des Gegners. Charakter. Mm. Ah, drop die Combo. Alle Karten sind gut. Boah, sehr gut, aber nicht gepunished vor Rede. Gerade im Hard Rock kann man punished. Und alles gern. Auch mit Makoto? Ja. Das kann sich erinnern. Oh, sehr gut. Ah! Aber nicht konstant. Der Damage war aber gut. Sehr gute Entscheidung. Oh shit! Hat nicht mit dem Hit gerechnet. Oh! Rehle! Rehle schickt sie ins Losers! Das war sehr schön gespielt. Was? Das war sehr schön gespielt von Rehle. Sehr gut gespielt. Okay, Chargy Tigra! Chargy Tigra on stream. Das war wirklich sehr schön. Das war echt gut. Das war wirklich gut, aber. Das war wirklich top-notch. Ja. Kann man nichts sagen. Gutes Makoto-Gameplay. First Strike Makoto. Oder? Alles richtig gemacht, was er macht. Nein, 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 warte, warte. Chargy. Pardon. Boki, Dominik. Holst du Boki und Dominik? Warte. Boki, Dominik. So. Jetzt werden wir Boki, Dominik sehen. Das vorweggenommene Finale. Natürlich. Nein, 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 sag ihm, er muss spielen. Er muss spielen, sonst wird er disqualifiziert. Sag ihm, er muss spielen. Sag ihm, er muss spielen. Beide. Can, Can, sag dem Boki und Dominik, sie müssen spielen. Was erst kommt. Auch der Tigra? Wo ist der Tigra? Ich dachte, er ist was essen. Okay, Bogdan Dominik. Bogdan Dominik, ihr spielt. Bogdan gegen Dominik jetzt in Third. Eigentlich ein neuer Klassiker oder sowas. Ja, ein bisschen, ein neuer Klassiker. Das ist nicht so ein Team. Das ist nicht so ein Team. Wohin geht Bogdan überhaupt? Er muss klären. Der Mann hat es ausgeklärt, Alter. Was? Heizung? Ist euch kalt? Nein, weil letztes Mal war Stromausfall wegen dem Scheißteil. Also mir ist hey, heiß, Bogdan, aber... Wo bist du? Okay, Bogdan! Bogdan! Bogdan Vinces! Bogdan Vinces! Auf der Station! Nein, Bogdan Vinces! Das ist das Beste. Challenge. Wir wollen natürlich. Nee, versteht. Nichts. Bogdan! Jemen, te usta igraj! Nemoj! Nemoj!
So. Oh, dieser Schwab. Vincent auf Player 1. Boki auf Player 2. Erst punkt dann halt die Papp und spiel, Alter. Erst. Jan, wie konntest du verlieren, Alter? Ja, war sehr gut. Aber er war gut, er hat echt gut gespielt, ja. Nicht so gut drauf, ja. Ich bin auch nicht gut drauf. Ja. Muss man arbeiten. Jan. Ja, da könnt ihr jetzt spielen. Nein, ich spiel's dort. Ich spiel mit meinem Stick Xbox. Hey, das ist das Förder. Ich Xbox. Ja, okay. Na, 2-0 Chucken. Grutze Fuchsi. Nein. Doch, Chucken gegen Nico. Ja, Chucken 2-0. Ich hab schon, ich trag schon einen Busche. Ich bin schon eingetragen. Ja. Darf ich mein Losers Match gleich spielen? Es gibt keinen, der gegen den spielen kann. Doch, der Verlierer gegen Boki. Hey, warte. Ah, Dario! Du gegen Chucken. Geht schon. Chucken. Du gegen Dario. Ja. Dario! Du musst gehen. Waren die jetzt mit oder ist das schon live? Das ist schon live. Das ist schon live? Ja. Dominik, der grüne Ken. Klassischer gegen Dominik. Boki, die goldene, die Wookie, die Goldwert, ich will immer sagen. Zigeuner. Ja, das ist richtig. Oh! Standing strong into SA3. Schön, sehr schön. Macht Dashken alle Ehre. Okay, jetzt hat Boki da, wo er ihn haben wollte. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Hat ihn freiwillig rausgegeben. Salomon! Lass ihn spielen, bitte! Ja, aber lass ihn bitte spielen! Lass ihn bitte spielen! Bitte pap und spiel! Ja! Oh, sehr schönes Spiel. Klassischer Bogdan. Er geht für den Stunt. Warum, wenn er den Gegner fast gestunt hat, ich verstehe nicht, warum er nie für den Wurf geht. Nie. Er geht nie für den Wurf. Frage doch. Schau, jetzt stylt der Bogdan. Backdash gerade zum Mitgekommen. Super. Raider! Bogdan, mit! Mit Pitta, ja. 1-0 Boki. Was wird jetzt Dominik machen? Ich würde auf Cookie wechseln. Nein, er kann ja kein Cookie. Er kann nicht Cookie wechseln. Ja. Und dann ist das letzte Mal Zweiter geworden. Nur du warst vor ihm, gell? Wobei er damals, das war so eine getürkte Geschichte, weil Can ist gegangen, deswegen war es getürkt. Ich hab sogar Heimatch länger. Was? Ja. Nein, nein, heute geht er nicht früher, oder? Aber wenn Can geblieben wäre, wäre es noch mehr geführt. Boah, ja. Forward Roundhouse, Forward. Ich weiß nicht, warum jumpt man rein mit einem Tier? Was ist das? Was passiert hier? Das kann man machen. Cross-up, kein Follow-up. Jumping Short. Low Forward SA3. Wie ein junger Japaner. Ja. Wie ein junger Japaner. Wie ein junger Dashken. Dashken ist mein Lieblingsspieler. Ja. Ah, zu weit weg gewesen. Ich bin müde. Forward Roundhouse. Die hat so viel Reichweite. Da lässt sich du hast den Third Strike tödlich. Ja. Kann tödlich. Wobei, Wookie kannst du jetzt nicht unbedingt so gut bestrafen, aber. Geh zu den Chip. Dominik wollte parieren. 2-0. Nein, nein, das erste Match in der zweiten Runde hat Dominik gewonnen. Nice! Ah, geduckt, extra Schaden. Extra scharf. Ja. Oberhead, Oberhead, mach einen Oberhead, er macht nie einen Oberhead. Extra scharf einmal. Jetzt sieht es schwierig aus. Close forward into Tsumoji, aber. Damage reduction. Ja. Dash ist rot. Oh, Shot, Shot! Ah! Er hat sogar zwei. Short, jetzt aber! 1-1, 1-1! Da schön droht, da schön droht! Du hast sicher einen Schaden auf dem Heavy Knockdown. Da kann
Ich bin sehr begeistert von diesem High-Level-Play. Next Level. War Damage ist weg. Next Level, shit. Forward Rounder, Forward Rounder. Mal schauen, was der Pookie Lariot aus dem Hut zaubern kann. Für dich? Ja. Achso. Ah. Forward 4, around her. Nein, trifft nicht. Ja. Aber guter Attempt. Forward throw, match point, Boki. Bogdan, Joga. Der Hardage Administrator. Sehr schöner Back from Corner. Oh, oh, schade. Geht nicht. Double Schulden geht bei ihm nicht. Auch wenn du ihn fahrst, der Decker geht nicht. Nein, bist du nicht! Bucki ist eigentlich der Ernst. Oh, jetzt, jetzt! Na, da habe ich geglaubt, da kommt das Bucki-Follow-up. Das ist wegstoßen, nachspringen, Shoryu blocken, dann. Oh, guter Parry von Dominik, der war essentiell. Oh, schon super! Er hat ganz kurz Matchpoint beide! Matchpoint beide! Er hat ganz kurz gewartet, um Dominik. Ja. Jetzt gewartet, das hab ich gesehen, dann ist er reingedashed. Jetzt Match, die nächste die Runde entscheidet. Oh, ich kann zwei Stock super. Ich probier auch. Beide werfen vorbei. Throw with. Beide haben jetzt einen guten Amount. Guter Overhead. Das heißt, das ist jetzt sehr essentiell. Ja. Ja, Daiwer, ja. Oh! Aha! Jetzt kommt kein Fuji raus. Ich bräuchte nur noch einen Irkstar zu machen in der Luft. Blockt das leider nicht. Forward Roundhouse, Forward Roundhouse. Oh, sehr gut. Standing Forward. Oh, guter Parry, Science, Dominik! Dominik holt! Sehr gut. Das ist sehr schön gespielt von beiden. Aber knapp. Jetzt sehen wir Charge gegen Tigre. Das wird ja langweilig, jetzt selbst zu kommentieren. Bogdan! Ich hole jetzt meinen Hut. Naja, spiel gegen ihn. Ja, spiel gegen ihn. Spiel gegen ihn. Bogdan, du spielst gegen Nino. Ja? Ich hab dir gesagt, du hast mich gefragt. Ich hab gesagt, double nicht. Du spielst dort. Du hast mich gefragt und ich hab dir gesagt. Hätte das gewusst, hätte er nicht verloren. Nein, okay, schon, Double, es gibt Blut und so. Ja, Nino, gut geil. Er wollte ihm geben, er wollte ihm schenken. Ja, du weißt wieso. Ja, ich weiß immer. Nur bei ihm ist es so. Ja, nur, ja. Bei keiner Person nicht anders. Spricht man gern. Es führt Charchi über. Charchi und Tigra, was führt ihr da auf, bitte? Im Ernst? Charge über Chulini und Tigra weiß ich nicht, wer das spielt. Was passt nicht? So was nennt man Vorspiel, ja. Da haben gerade zwei Leute gespielt. Damit es besser flutscht. Dass ich mir das am Streamer schon. An all unsere Sponsoren, es tut mir sehr leid. Mir fehlen jetzt zu dem Match die Worte. Ja, ich kann nicht meine. Es ist zu arg. Ich kann meine Begeisterung gar nicht ausdrücken. Aber was haben wir danach? Chachi Tigra. Dann haben wir Mace Rehle. Ah, das ist natürlich. Das können wir da spielen zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir spielen dann die Winners. Die Winners werden dann auf der Streamstation gespielt. Und die Losers auf der Nicht-Streamstation. Aber das muss ich mal erstmal kristallisieren. Ja, die Spreu vom Weizen muss ich trennen. Ja. Also es fehlt noch von E. Also Doc! Ich mache jetzt jeden Tag Push-Up-Check. Echt? Aber jeden Tag ist nicht gut? Du solltest Pause haben. Ja. Zumindest einen Tag. Was? Ich hab zu Hause auch mal. Sind das so. Hallo! Aber jetzt habe ich wieder gedroppt. Ich habe auch gedroppt, weil ich krank geworden bin und dann fühlst du dich schlecht. Jo, Doc! Roger, Dodge? Hey, Roger! Ah, alles Gute! Alles Gute! Gib mir ein Stück von seinem Kuchen. Nein, nein. Was? Er hat sich ein bisschen krank.
Ich bin auch ein bisschen verfügt, ja. Nein, würde ich nicht. Ich einfach so laut, ich spiele jetzt mal rein. Das muss der raus. Lass es das, um Gottes Willen. Das vorweggenommene Finale, ja. Sie wollten unbedingt am Stream spielen. Aber weißt du, ich bin jemand, wenn mir der durchschnittliche Level bewusst wäre und ich das Gefühl habe, ich bin nicht im durchschnittlichen Level, ich würde nie verlangen, am Stream zu spielen. Würdest du? Aber bald trennt sich der Wein so vom Korn. Ja, ja, noch das Match und dann. Ich sehe keine Ausreden mehr. 1-0! Das heißt, die Chance, das heißt, die Chance. Go. 1-0 für Chargy. Ja, Schlime. Remy, einer der, ich glaube, der einzige Charakter mit einem Special Cannon Meterbot. LOVs bringen keinen Meter. Ja. Nach 5 Jahren First Strike, weißt du, jetzt ist LOVs kein Meter bringen. Hey, ich kann Charles bitte schicken. Hab ich dir nicht mal gezeigt mit halber Stunde Warm-up? Ey, geh in den Rambo-Film, wo du hergekommen bist, Alter. Wo du die Jacke geklaut hast. Wo du die Jacke geklaut hast, Alter. Rambo 4, Alter. Oh, Bogan Taunted. Er glaubt anscheinend schon wieder, ja. Weißt du, mich interessiert geil. Was? Ja. Ich bin hier. Aber ich werde aufs Klo gehen. Mein Match ist das nächste, oder? Ja. Um Gottes Willen. Gut Japanisch! Japanisch! Gini, gini, gini! Auf Reaktion! Alles auf Reaktion Chargy, du hast gewonnen. Maeve, Rehle. Maeve gegen Rehle. So, jetzt werden wir Maeve gegen Rehle sehen. Ein qualitatives Match. Wie sieht es ausgegangen? Für? So, jetzt sehen wir Maeve gegen Rehle. Maeve auf Player 1. Rehle auf Player 2. Was ist los?
Nein, der fällt nicht um. Der ist an der Wand montiert. Das mag keiner, wer wackelt. Aber nicht auf der Seite. Versuch ihn hier zu wackeln. Versuch. Versuch. Nein, da, ja. Hab ich angebracht. Ja, ja, ja. Power. Das schafft, gell? Da habe ich einmal einen Tisch gescheit angebracht. Ja, geht das trotzdem. Nein, das liegt an den Beinen. Das liegt an den Beinen, nicht an der, wie ich es angebracht habe. Was macht ihr da? Ah, warte, wir können hier was spielen. Nein, der Charger will so lange im Wiener Schuss alles auf Xbox spielen. Weil Wiener fehlt auf Xbox gespielt. Okay, Rele gegen Nave. Ein spannendes Spiel. Ich habe 4 gegen Rele gespielt. Wer? Ich? Schau nochmal rein, was bist du? Was reden die? Was? Warum herkommt? Ja. Warum soll er nicht herkommen? Ja. Egal, geh mal auf Kulio. Guter HRC hat Chan-Li gestunt und 1-0 für Rele. Für Steppert, Rele ein Underdog heute. 1-0 für Rele. Was ist jetzt schon wieder? Findest du? Ich habe mal die Grafiken bearbeitet, dass das in der Nachricht. Dann muss man einen Mond hinten, aber nicht da, so nicht so billig von oben rechts und so. Dein Rechner, geil. Also, bitte wird eigentlich erstens die T-Shirts, zweitens mein Bild, zweitens mein Kamera, aber die T-Shirts. Die T-Shirts kann man jederzeit machen. Ja, okay. Nein, ich persönlich bin in der Wunsch, aber langsam sprechen mit den Leuten, weißt du. Okay, sag mir, wie viele Exemplare sind, ich schreibe E-Mail. Also ich habe Ewigkeit, im Internen geschrieben. Schau da nicht mehr hin. Du hast erst vorgestern die Ja, ich weiß, ja. Und ich habe eh dann geschrieben, danke, jetzt weiß ich wieder, warum ich nicht mehr reinschaue. Ja. Habe ich extra erwähnt. Aber du musst ja rein. Das teilt der Mave ein bisschen. Oh, da hat er Ken genommen. Weißt du, wenn du jetzt gewinnst, musst du das nächste Match Ken weiterspielen. Was? Nur, ja, wenn du gewinnst, ja, aber nur im Match, weißt du? Doch. Nein, wenn du gewinnst mit Ken, kommst du in die nächste Runde. Genau, wenn du dann verlierst in der nächsten Runde, kannst du natürlich wechseln immer. Und zwischen den Matches. Ja, genau. Genau, da kannst du immer wechseln. Also der letzte Charakter, den du gespielt hast, wo du gewonnen hast. Genau, musst du, genau. 780 Jahre. So ist es nicht. Als ich nach Österreich gekommen bin, hat Angst. Ich hab angefangen mit Vanilla Sympathie. Ein Scheiß aus der. 1-1. Ich will gern trinken, aber ich trau mich nicht. Voll der Rolo. Ja, und feier ich. Ja, ist ja auch schneller als die Cap-Version. Es geht, also, ich finde, man merkt es ja meistens, wenn du Ken spielst am Cap. Wenn du Cap spielst mit Ken, gibt es immer diesen Moment, wo du Crouching Medium Kick und Super Buff hast, dann gibt's, und du siehst, ah, er steht, es wird treffen und drückst den Super. Bei PS2 ist das viel seltener. Oh. Nein. Die CP3 Platine. CP3. Nein, er hat das eingeschickt.
weil du hast es, genau, nein, nicht kaputt, aber es ist so, wenn du, du kaufst es ja gebraucht und du weißt nicht, wann die Batterie das letzte Mal ausgetauscht wurde. Und es kann sein, sie wird in einer Woche kaputt, es kann sein, sie wird in 3 Jahren kaputt. Aber das Problem ist, wenn sie kaputt wird, ist alles im Arsch. Deswegen, genau, so in der Art, deswegen schickst du es halt ein, wenn du es gebraucht kaufst, weil dann weißt du, wie lange die Batterie halten wird. Matchball für beide. Wer die gewinnt, bleibt im Winners. Ja, Mensch, schaut's gut aus für Rehle. Wenn er einen Kalaxar anbringen kann, war's das für mich. Oh! Jump in, Hard Kick, Crouching Forward into SR3. Backdraw, hat ihn in der Ecke. Oh! Back Forward. Maeve sieht erleichtert aus. Okay, das nächste Match ist ich gegen Chargy. 2-1? Ja, 2-1. Achso, du trägst den. Ich gegen Chargy. Stefan. Chargy! Wo ist Chargy? Wo ist Chargy? Keine Ahnung. Hallo! Thank you.
Danke. Geh mal auf Full View. Ja? Und sie wollte, dass er ihr neue Pets kennt. Okay, Maeve mit dem meeresblauen Ken, wie gewohnt. Dominik mit Dashi-Ken-Farbe, grüner Ken. Eins der schönsten Matchups. Ken gegen Ken, auf jeden Fall. Eines der besten. Nein, eines der schönsten Linien auf der Welt. Da wird es gleich jeden warm ums Herz. Auf jeden Fall. Und Maeve mit seinem soliden Weißkreuz-Ken holt er die erste Runde. Weißkreuz nebenbei gemerkt, der Lehrer der kompletten österreichischen derzeitigen Dirtstrike-Szene. Mein Lehrer war er nie. Dario hat aber Spiel beigebracht. Forward Throw von Dominik. Ah, kein Super. Wenn der Geduckte da rausgekommen wäre, das wäre Schaden gewesen. Guter Schaden wäre das gewesen. Also kleine. Oh nein! Zumindest kleine Randnote für die Zuschauer. Vielleicht kann man beobachten, dass der Wincest mehr oder weniger der Schüler von Deco ist. Ja, er hat sich sehr viele Tricks, insbesondere das Hereindashen von ihm abgeguckt. Der Freestyle. Was war das? Das ist nicht SF4, da gibt es keinen Auto korrekt. Oder nur sehr schwer. Low forward, sehr gut, kein Super. Shadia! Wake up, Shadia! Oh, 1-1. Gegen wen spielt? Ach so, gegen Dario. Wie freundlich. Ist gut. Ist okay. Ich bin zufrieden mit meinem Bracket. Ich kann mich nicht beschweren. Ja, jetzt. Oh, das sieht gut aus für Dominik jetzt. Oh! Was? Ja, ich kann noch helfen. Ja. Fuck you, Alter. Fuck you. Fuck you, fuck. Backthrow von Maeve. Und holt die erste Runde. 1-0 für Maeve. Obwohl es kurz sehr gut ausgeschaut hat für Dominik, hat Maeve die erste Runde geholt. Wer spielt da? Regel jetzt Tigra, gell? Ja, okay. Du spielst dann gegen Chargy dort? Wer spielt der Chargy? Chun-Li. Er kann aber keine Tiefkürze. Nicht gut. Okay.
Und er pariert doch nicht beim Abschluss. Er blockt ihn. Danke für die Tipps. Shot, shot, super, nice. Sehr gut. Brav, nice. Brav. Brav taking. Shot, ja! Das ist so billig, Mann. Guter Block. Nein. Matchpoint, Mif. Ich wollte eben noch sagen, dass die Qualität sehr hoch ist vom Gameplay, aber dann hast wir haben es gleich wieder revidiert. Drei Shorios, Mann. Jeder Wake-Up ein Shoryu. Ja, yeah. Oh nice! Kara Shoryuken von Maeve, ja klar. Tiefer Mid-Kick oder tiefer Hard-Kick. Ja. Aber es ist unschwer. Du musst in dem Moment, wo du schräg runter, nein, wo du runter beim Shoryu bist, bist du Hard-Kick und dann bei schräg bist du mit dem Shoryu draußen. Oh, nice! Der rote Baron! Nice! Aber nicht tot. Und jetzt X-Shoryuken. Der nächste Gap. Ah! Wenn in doubt, X-Cross-Up dazu. Ja, harte Geschichte. Good call, good call. Sehr, sehr bitter. Das war, glaube ich, sogar confirm. Back. Oh, nice! Mave-Spezialität, das ist die Mave-Spezialität. Jetzt kommt noch ein Hit confirm. Das wäre sehr dreist gewesen, wenn der auch getroffen hätte. Oh, nice! Punish. Sehr guter Punish. Das sieht nach einer gemahnten Wiesn aus. Nein, noch nicht! Dominik gibt nicht auf. Ja. Okay, Mave 2-0. Kleiner Kommentar Chris von Dominik. Oder Dominik? Fuck. Chris oder Dominik, jemand muss sich kümmern. Dominik? Ja, bitte. Mave meldet sich zu Wort. Good games, good games. Ja, ah, good games. Ja, die Spieler geben sich Respekt. Das ist eine wunderschöne Sache. Ja, sie muss spielen. Dario! Gib mal ein 2-0 Rele. Dom, 2-0 Rele. Losers. Warte, was ist jetzt? Was geht, Burschen? Achso. Ein Klassiker steht an. Rico gegen Noserex. Klassiker, ja. Der Gewinner darf gegen mich spielen. Aber ich muss Kellen picken. Ich bin Luke! Hadek, Funk. Hadek, Hadek. Hadek, Hadek. Hadek, Funk. Hadek, Funk. Hadek, Hadek. Ich bin so komisch, aber Hadek, Hadek. 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 Hurricane! Aha, da steht was mit dem Setting nicht. Oh. Du hast mir auch die falschen Waffen. Also, Man spielt mit Random Buttons. Ich hab mal eingestellt, alles mit Spaß. Das wäre ein Spiel. Oh, ein Dojo-Klassiker. Der Niegosh Elena gegen New Game Style Deco. New Game Style. Au, overhead. Barry Shoryu, kein Kara Shoryu. Er ist halt nicht so gut wie mich. Dreimal in Folge hat er mir Kara Shoryu gemacht. Einmal in Folge. Wie gibt man Kara Shoryu? Ich mach's immer so, Shoryuken ein. Und dann musst du Crouching Hard Kick auf die Shoryuken machen. Oder Crouching mit Kick. Ja. Ja, das ist gut. Du musst aber mit Down Forward. Genau. Du kannst entweder Crouch Mid-Kick nehmen oder solide Crouch Combo. Hard-Kick. Was macht Dario jetzt? Crouch und Hard-Kick, weil ich weil ich muss dann bei den Buttons sind weiter entfernt, das ist für mich leichter eins. Okay. Aber du kannst Shoryuken! Oh, no grab. Oh! Sending Mid-Kick, einfach so, hat ihn getroffen. Hat einfach nicht geblockt. Shoryu, no punish. Target Combo, zweiter Hit, geht ins Leere, EX dazu. Niegosh mit dem guten Sprung. Oh, da ist der Punish mit dem Super. Mach den Madara, shall we dance? Jesus Block von Dario. Guter Vergleich.
Ich hab mir auch das Axt-Schokobier gekocht. Aber das riecht nicht so. Ja. Oh! No super von Dario, rare footage, dropping combo. Das ist schon leer, Alter. Dash Intro ist nix. Und als Fahrshampoo benutze ich Head & Shoulders. Mit Apfel. Nugget. Mit Apfel. Nugget. Target Combo. Ui! Der Comeback von Ego. Oh, dieser Reed! Oh! 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 Oh, come on! Yes! Fucking bitch! Lego stirbt sich schon siegessicher. Ob er wohl sich zu früh freut? Man soll den Tag nicht vor den Abend lohnen. Weißkreuz, Weisheit, Nummer 37. Die Nummer hast du sehr gut gewählt. Ja, sicher. Immer 37. With grab. Lego spielt jetzt ein bisschen ruhig. Dash in back throw. Er konzentriert sich sehr. Oh. Aufs Spiel. Oh. Na geht, hä? Aber vielleicht konzentriert er sich zu. Sorry, sorry. Ja. Zurückgeworfen. Was macht Jägers? Online Tactics. Oh, das war sehr gut. Das war. Jetzt kommt er online. So hat er Ryan Hart besiegt. 100%ige Winrate gegen Ryan Hart. Nosarex. Aber wir wollten Stick Throw. Oh, good reactions von Dario. Au, wird getroffen von Rainer Horn. Na geht der. Oh. Sieg ist fast. Ich bin wieder im Game, Mann. Nice. Achso, wie viel hast du gewonnen? Shoryu Perry. Clutching Mid-Kick. Can super. Wieder Shoryu Perry clutching Mid-Kick. Into, oh, solide Combo von Dario. Bist du deppert? Du hast Rex dominiert. Schucken. Er schießt auf ihn. Good game, bitte. Gatzi. Dario, du musst ihm da zeigen. Winner's Finals. Rare footage. Okay, wo die Rede? Nosarex actually Winner's Finals. Er hat Dico geperfekt. Wer hat Winning gemacht, habt ihr eine Runde? Nee, nur gewonnen. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt? Was? Verwunderlich. Eigentlich werfen mein Gameplay. Er hat den Gleitkick, ne? Aber ich habe in deiner Zeit lang gut mit dem Gleitkick. Das war mein Mixer. Oh, ist das ein Runback von Harte Worte? Oh. Nummer 1? Oh. Was? Kommt Harte Worte zu Abruf? Oh, Harte zwei, Worte 2! Harte Worte 2! Wird sich Roro von seinem 10-0 erholen? Roro? Rere, das ist Rere. Österreichischer Rere. Rere. Bogdan scheint Rere. Kein Problem zu haben, er schaut sehr entspannt aus. Bogdan nicht beeindruckt. Oh, Reiter! Er denkt sich gerade. Oh, Reiter! Oh, diese Mix-Ups. Ich mach den Wurm so auf. Der wird immer mehr schlafen. Er macht den Wurm. Bogdan ist halt jetzt Dienstag gerade. Bogdans Casual Tuesday. Nein! Sie kann den Normen nach hier schon. Ja, ja. Okay, verzieht keine Miene. Weggenommen. Er bleibt so wie er. Rele mit dem grünen Hoodie, jetzt ist er in Doom-Mode. Dr. Doom-Mode. Das ist gut, das ist der Vorteil. Ich bin keine Waffe. Ja, ich muss. Selber Shooter. Oh, Cross-Up mit Kick. Den kenne ich nur eigentlich. Ei. Oh, das ist gut. Geil. Oh! Oh, nice! Oh! Dieser Damage, One Damage. Maximum Damage. Pound of Flash. Ei! Ei! Ich mag ihn nicht. Willst du Max in diesem Max? Dominic. Er hat nur Shape von der Röhm. Ich fick genesen. Pun intended. Er ist der Vater. Er ist something. Oh, what the fuck? Da war keine Punish, da war der ärgere Punish möglich gewesen. Oh, der ärgere Punish vor allem. Naja, alle machen ja nichts. Das ist echt gut.
super! Oh! 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 1-0 Rehle! Der Runback! Warte, der erste Sieg! Da bricht das ein Streak! Ich glaube, der Rehle macht's heute. Offiziell steht es 10-1. Offiziell 10-1. Nein, inoffiziell ist 10-1. Boah, das Intro. Oh, das Intro. Leider. Nein. So, okay. Survival. Nein, wir gehen beide in dieselbe Schule. Und, aber warum? Ich und die Buki mag das oder? Nicht, dass Makoto ihr Ninja-Dasein so oft nach außen trägt. Oder halt ihr, dass sie halt. Ihr Martial Artist. Martial Artist, ja. Ja, und die Buki geht halt. Die Buki. Die Buki ist halt brav, Schulmädchen und so. Aber Makoto. Oh, wieder Makoto gut, geht in unser Classic Buki. Aber Makoto ist kein Ninja. Nein, ihr war schon Ibuki! Ibuki ist Ninja. Geil. Und Makoto redet offen davon. Und Makoto redet offen davon, dass... Wir haben nur verschiedene Schulen. Sakura, du sagen. Ja. Ich hab's ja selber gehabt. Echt? Echt? Warum? Ui. Es ist so schade, dass der Waschbär nicht mehr zum Einsatz kommt. Stell dir vor, du kannst den Waschbär benutzen. Ist jetzt Rocket Raccoon? Ja, willst du die Buki auch noch mit Assist haben, oder? Selbstständig, ob er was nicht mehr Level. Das macht Log. Nein, Reiter! Cross-up Log, ah, fuck you. Machst du Klammer auf der Bruder? Kommt Log. Ja, aber besser wäre noch, was sind aber cool. Ei! 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 1-1! Bogdan lässt sich das nicht gefallen. Sollte, wenn sie wirft, sollte der Waschbär dem Gegner ins Bein beißen, ja? Dann kann er nicht mehr springen. Ja, das wäre cool, wenn der Waschbär irgendwie, das sehe ich von ihrem Rücken, wenn sie so wirft, ja. Dann kommt hier raus und dann macht er noch Face Press. Was? Was habt ihr? Ui, ja. Ja, Alter, der ist so geil, Alter. Ja, Alter. Ja, ja. Er ist bester Ich hab ihn in Amsterdam gesehen, letzte Woche. Er ist ein guter Perry. Profitiert nicht draus. Quatsching Short, Hayate, Hayate. Konnte mit Quatsching mitlegt zu Muji. Oh, das ist Pressure. Guter Perry. Die ganze Wand brüllt. Das war so riesig. Und dann so. Oh, Big Grab. Beide schauen sich an. Es passiert nichts. Dann wird die RT vorgestellt. Oh, nice. What the fuck? Was ist das? Gott sei Dank zu Chucken draußen, der fickt mich immer. Ah, guter Block. Gott sei Dank zu Chucken draußen, der fickt mich immer im First Track. Zu einer gemeinen. Oi! Solide! Crouching Mid-Kick! Super! Matchpoint Roro! Rere! Lüfner ist tot! Oi! Au! Forward Runner! Oh! Matchball Rere! Au! Au! Slipse! Dann Bogdan Unpression, Bogdan Unpression. Da ist das dann und das ist die Runde. Oh, da zeigt er ihm. Here I am! Rocky like a hurricane! Nice! Oh, jetzt Bogdan ist nicht Shit! Okay, Bogdan, was macht Bogdan jetzt? Was macht Bogdan jetzt? Was macht Bogdan? Oh! Oh! Der Runback! Der Runback ist gelungen! So ist halt Turnier, sagt Turnier. Turnier ist Harte Worte, harte Worte. Harte Worte sind 10 Euro. Da ist der Runback gelungen. Ja. Das ist der Hood, ja. Ja. Okay, ich gebe ab. Na, oder lass mir die letzten Spiele alle da spielen. Was ist jetzt Winzes Ziel dann? Jetzt sehen wir Rele, Dario. Rele, Dario. Puh, schwierig. Was haben wir danach? Vinces Z. Und danach haben wir ich gegen Negosch. Gegen Nosa weg.
Das wird spannend. Das ist natürlich ein Event. Da könnte man quasi auf Facebook gehen, einen eigenen Event erstellen. Winners Final. Mal schauen, wie es hier ausschaut. Ich weiß nicht, Darius scheint nicht confident heute zu sein. Oh ja, er hat schon gut gespielt. Er hat schon gut gespielt, aber wird das jetzt reichen? Ich glaube, gebrochen hat ihn, wo ich die eine schwere Combo in der Ecke gedroppt. Hast du eine gute Combo gesehen? X-Spin-Size, Medium-Kick-Spin-Size, Rhino-Horn, Shoryuken, nicht? Du hast dich mal meine drei Karo-Shoryus hintereinander gesehen. Das stimmt also. Ich habe einen gesehen. Aber dann habe ich zweimal noch einen. Hintereinander? Unterschied. Werde ich halt Highlight-Video posten auf Facebook. Ja, wie damals Schwedenstrahl. Ey! Die erste Runde geht an Dario. Dario wirkt mir Pisten. Jetzt lächelt er. Jetzt lächelt er. Er kann sein Lächeln nicht verstecken. Er kann sein, sein öffentliches Lächeln nicht verstecken. Scheiß, schon gepunished. Oh, das könnte weh tun. Das tut weh. Kann Rolo die Stun-Combo? Ah. Oh! Oh! Sehr schön! Oh! Und dann den einfachsten Part droppt er. Rayleigh shakes his head. SMH. Shut it, shut it! Was heißt das im Handel? Shake my head. Shaking my head. Shaking my head. Oder der Trainer, ne? Ja. DFW. Hab ich auch lang gebraucht. Ich dachte, das heißt The Fuck What oder so. Ich geh mal Urban Dictionary. Der ist in Target kommen. Der ist in. Nein. Oh! Rele on the verge of kicking the next old fag out. Aber Max sind wenige Teilnehmer jetzt da. Spiel? Keiner spielt? Ja, es braucht keiner mehr spielen. Weil es keiner spielt. Mich persönlich nicht, ne? Was denn? Welche Spiele? Spieler. Ah, die klassischen Deco Antics, 1-0. Mit einem Sternchen abgeschlossen. Ja. Triple A, besser als Österreich. Bankraking oder so. Das Perfect bekommt er jetzt ein Sternchen in seinem Ablass. Ja. In seinem Block, in seinem Third Strike Block. Mit Glitzer. Kriegt Dario jetzt einen glitzernden Stern. Komm doch zu mir! Oder so. Oh. Ich lerne mich nicht mehr davon. Ich traue mich nicht mehr zu trinken. Ja, das ist on my top side. Weil ein Mate besiegt. Oh, Karaxa! Kann er wieder die Stun-Combo droppen? Nein, er macht nicht die Stun-Combo. Ach, schade, er hat die Matchpoint, Nico. Ich weiß nicht, wieso er es nicht gemacht hat. Jetzt hat ich gedroppt. Winters, wie? Haben die schon gespielt oder noch nicht, gell? Ja, ich spiele nicht. Nein, ich spiele gar nicht. Ich spiele sie gar nicht. Rele! Roger! Jakob? Was mit deinem Tiramisu, Mann? Backdrop. Ich will dann ein Tiramisu nehmen. Low forward. Oh, Charakter. Jetzt aber. Jetzt ist, schade. Ah, oh, schade. Aber er lebt noch, er lebt noch. Das war's nicht. Jetzt ein Parry vielleicht. Die Idee war da. Der zuher gewinnt er. Au! Oh. Sie gegen Vinces. Trag das nochmal ein, 2-0. Sie holt sie und Vinces. Bisschutz. Okay, jetzt sind wir John gegen Dominik. Da ist Dominik. Dominik in the house. Dominic in the house, freestyling, Dominic in the house, man, what the fuck, man. Ich nehme einen Schuh. Wo ist Can? Wo ist Can? Sam. Can! Ist er im Gaming Room Zero? Hol bitte Can. Check mal die Brackets. Da. Was? Konnte ich,
Weil Rehle war in Losers auch. Gegen wen? Warum hab ich überhaupt gegen Rehle gespielt? Ah ja, ich hab ja auch verloren. Ja, weil ihr alle verloren habt. Weil ihr alle verloren habt. Schau dir die Brackets an. Okay. Jan gegen Minze. Sie gegen Minze. Nachdem du, wo du den X-Kick gemacht hast, hast du super. Wo ist das? Ja, du hast den X-Kick. Ja, ich wollte ihn resetten, aber der ist schon noch. Das ist Dings. Ich hätte einfach. Das ist Heier der Benchmark. Dario! Hol mal Dario her. Komm her. Zack. Ich kann nicht so hoch über oben. Chris, komm her! Chris, komm her! Chris, komm her! Wenn er aufsteht, wake up, bei wake up. Immer oben. Immer. Was? Keine Tipp? Keine Tipp! Keine Tipp! Hi, ciao, Bogdan! Also, in 6 Stunden muss ich schon aufstehen. Nein, 5 Stunden ist schwierig, schwierig. 5 Stunden ist schwierig, schwierig, mate. Und ich muss noch fortgehen. Ja, egal, ich hab dann nach 2 Tagen gefragt. Mach ich morgen die wenigste Arbeit. Ich geh lieber auf die Kurve. Wir werden nicht spielen, Alter. Ja. Chris, Chris, Chris! Komm her! Aber Mave muss auch! Und jemand? Aber ich dachte, du musst chippen, Mann! Du musst Spurt holen, Mann. Ah, Dormon. Dominik und sie, ja. Sie ist hart für dich, ja? Ja. Warum ist das? Also was? Wegen Kram. Lisa. Boah, die sind mega Kombos, Mann. Spurt ist so schön, Mann. Sie ist gut aus, Dominik. Es ist so ein schönes Spiel. 1-0. Es ist so free-flowing. Achso, nein, noch nicht. Oder ja, hab ich am Wodka gehabt? Alkoholfrei natürlich. Ja, ja, auf jeden Fall alles alkoholfrei hier. Schau, wie gut OBS ist. In fast 6 Stunden. Dann droppe ich die Bier wieder nach. In 6 Stunden. Hat er nur 55 Frames gedroppt. Das ist nicht mal eine Sekunde. Das ist, oh ja, es sind fast 2. Achso, weil wir mit 30 sind. Genau. Ich frage mich, wie viel das. Spieler, ich frage mich, wie viel Smash Capen das ist. Wir brauchen mal eine Formel. Final Round. Aber ja, Dominik. Es ist schwierig. Aber ja, der Ist Smash Capen jetzt schon auf unserer Wiki? Nein, Dominik nicht delivered. OP ist auch nicht perfekt. Weißt du was? Ich finde zum Beispiel jetzt ein Killing Instinct. Ich schweife jetzt ab, weil keiner redet. Ich finde es schon aus wie viel ein schön halt ein neueres Tier. Aber es ist so viel so wie als Michael Bay das Spiel gemacht hätte, ja? Ja, das stimmt aber, ja, ist cool, das ist der Technik. Ja, das ist das. Das stört mich an dem Spiel, deswegen kann ich es mir nicht anschauen. Ja. Ja, viel zu viel. Danke. Willst du wieder her? Ja? Erster macht dich mal voll. Gehst du? Sampola! Ich muss aufs Tor. Geh. 1-0, oh, 2-0, das war schon, okay. Das war schon. Ich gegen Maeve. 2-0? 2-0, ja. Sie? 2-0, sie, ja. Ich gegen Maeve. Was? Nicht sie gegen Zico zuerst? Achso, ja, wir müssen das Winners Final machen. Nicht so überhaupt. Ja, wird Spaß. So, joinen tut mich hier der Sie.
Ich melde mich jetzt mal zurück nach meinem überragenden Sieg eben mit dem EX-Tackle. In Deutschland auch, nee, in Österreich auch der Marco genannt. Der Marco? Ja, ah, nach, ja. Nach Kiko? Ja, genau, ganz genau, nach Kiko. Hab ich schon lange nicht gesehen. Sein Signature-Move. Ja. Das ist ein großer Urien früher in Deutschland gewesen. Ja, schauen wir mal. Also jetzt Elena gegen Ken. Ist, ja, Elena, sagt man, ist ein cheaper Charakter, kann man aber sagen, durchaus so. Die ist einfach so unterm Radar, keiner kennt das Matchup. Ja, es ist halt Overhead, ich dann mein, Overhead, dann Overhead. Ja. Ja, und Frame-Vorteil die ganze Zeit, Segler. Naja. Aber ich habe großes Vertrauen in den Maeve, definitiv. Ich weiß gar nicht, ist der Rehle auch noch im Turnier? Nein, ich bin gerade gegen den Dario rausgeflogen. Sehr schade. Ich hatte eigentlich auf eine kleine Revanche gehofft, aber naja. Ja. Kann ich Ken Matchup leider noch nicht so gut. Zweimal gegen Ken rausgeflogen. Harte Geschichte. So. Motorex antwortet dem Jirk Shoyu zu Sweep. Holt sich der erste. Wow, bin so hype. Block brav. Also wenn man genau hinschaut, dann kann man vielleicht beobachten, dass der Maeve sich auf eine gewisse, ungefähr auf fast maximale Crouching mit Pick Range die meiste Zeit bewegt und immer kleine Vorstöße macht. Es ist halt, ja, ein gewisses. Es ist schon ein Street Fighter, ja, kann man durchaus sagen. Ja, er geht auf die Range, wo er dann halt einen kleinen Jump-In machen kann. Und der Nosarex, ich weiß es nicht, vielleicht ist er nicht im Training, aber er kann nicht wirklich darauf adäquat reagieren. Ist meine Meinung. Aber es kannst du schon sehen lassen, definitiv. Ah, gerade gelesen, aber nicht weit genug. Zweite Seite verpasst. Wunderschönes Setup. Da gibt es eine kleine Besonderheit. Wenn der Ken sich mit Close Standing Mid-Punch reinpokt, kann er direkt mit der Target-Combo ansetzen und er kann kaum geworfen werden, weil es von den Frames her sehr schwierig ist. Und normalerweise, also Elena kann natürlich schon readen und halt einen Kara-Throw machen, das könnte wahrscheinlich funktionieren. Aber es in der Intensität im Turnier, also wirklich einfach, da auf eine Read kann man sich in der Situation nicht verlassen, es ist zu knapp dafür. Ja, trotzdem hat sie irgendwie gewonnen, ich weiß auch nicht warum. May wollte den letzten Jump parieren, hat aber Standing versaut. Nozarex. Solide in Superkonzern. Nozarex in seinem schönen weißen Hemd. Suit up. Wie üblich. Er fehlt leider der Bart. Maeve hat jetzt auf Chan gewechselt. Man sagt ja, Elena ist ein schlechterer Chan, also sollte er jetzt im Vorteil sein. Ja, das kann man durchaus so stehen lassen. Hat der EP gefehlt. Vielleicht will er aber einfach Meter sparen, weil er schon sieht, der wenig HP hat und holt sich die Runde. Ich kann es nur betonen, gegen Chun-Li außerhalb der Range bleiben, versuchen auf ihre Max-Range Pokes zu parieren und dann reinzukommen. Ist mit Elena auf jeden Fall problemlos möglich, ja, sie hatte den ziemlich weiten Hit-Confirm. Das war auch ein Hit-Confirm, hat aber nicht getroffen. Ja, sehr schönes High-Low-Mix-Up. Nozarex überlegt, ob er auf Ken wechseln soll, glaube ich. Ich weiß aber nicht, was, ja, ob es ihm was bringen wird.
Die sind von den Tools her ähnlich. Ich meine, also Elena ist auch ein, so ein, auch eine Art Shoryuken-Charakter, wenn man so will. Ja, ich kenne auch die besseren Arbeit auf jeden Fall, würde ich sagen. Was zumindest den Crouching-Mittag angeht. Kann Elena nicht mithacken. Das ist auf jeden Fall ausgeglichen, würde ich sagen. Ja, ich bin wirklich gespannt, ob er jetzt mit Ken. Wie soll ich sagen? Er hat aber genug Routine mit dem Charakter, weil er sonst immer Elena im Turnier spielt. Ja, man darf es auch nie unterschätzen. Also, ein Character Change. Es ist relativ selten, dass jemand den Charakter wechselt und dann wirklich mit ihm halt direkt dominiert. Ja, da ist der erste Sun. Ich glaube, jetzt ist ein Gas geworden. Er hatte relativ wenig Aktionen, relativ wenig Gelegenheit jetzt in der ersten Runde ja, sein Gameplay halt anzupassen. Es ist einfach ein anderes, es ist ein anderes Movement, da kann man sagen, was man will. Ja, aber jetzt hat er schon Ja, yeah, wunderbar. Ist übrigens gar nicht so leicht, wenn man crouching bleibt und dann oben zu parieren. Ja. Aber jetzt lässt er sich kaputt. Ja, das macht der Mave aber auch. Das macht der Mave wirklich gut. Seine Escape Jumps, ja, stufft er einfach mit dem Standing Hard Kick. Ist schon. So macht man das. Das kann man wirklich sagen. Schon mit 2 Metern sehr gefährlich. Jeder Crouching Kick kann jetzt der Tod bedeuten. Ja, true story. Nichtsdestotrotz, ich verweise darauf, wir befinden uns auf einem Niveau, wo man auch den Crouching Mid-Kick in Super droppt. Aber nicht hier und heute, Mave holt sich das Match 2-2-1. Der Mave, er ist ein Turnierspieler. Tja, damit steht der erste Winners-Finalist. Ja, Mario, glaube ich. Und? Gian Dario, ja, oder? Ja, sie ja. Gegen Dico. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, habt ihr gesehen, was mir dann passiert ist? Ja. Dann drückt ihr mir den Chat super rein. Ja. Mit Makoto mache ich immer Dash Pro, aber das können wir nicht alle kennt, ja. Ja, du hast halt immer die Gefahr, irgendwie normal reinzulaufen, wie ihn super kennst du kannst. Hey, John! Dario! Was ist los? Hat sich das Mike an? Doggio. Nein, da kommt er schon. Da kommen die beiden. Kontrahenten. Ja? Okay, gut. Was gibt's? Tiramisu. Uff. Fucking Chan, Alter. Nicht du, Chan. Wisst ihr, der Charakter Chan Lee. Fucking Chan. In Österreich nennt man das auch einen Option Select. Ja. Select. Roger, was tust du? Warum hast du das Licht ausgemacht? Sondern? Dann mach's wieder an. Du musst nur den Schalter anmachen. Oh, ja. Unfähig sind. Sehr zaghafter Action. Der rote Urien auf der roten Säge. Könnte man fast als unfairen Vorteil bezeichnen. Urien, Daipan! Was hältst du von der Tatfahrt? Schick dir den. Am meisten mag ich den Bademeister Urien. Wer ist der Bademeister Urien? Ja, halt der war es auch schon wie ein Mensch. Ja. Aber er hat blaue Lippen, er ist auf 5-0. Schoko, der ist auch gut, ja. Ja. Ich mag gar keinen Urien. Aber wenn er blockt, klingt es nach Stahl. Das ist ja. Und er geht. Ja. Ja, wie ein Boss halt. Yamazaki geht auch. Wobei Yamazaki wird noch eine Ecke cooler, weil er hat eine Hand in der Hosentasche. Er hat auch gute Voice Lines, das muss man ihm lassen. Yamazaki? Nein. Urien. Aha. Urien muss mit Kara schon in der Mitte machen. Nicht schlecht. Brauchst du gar nicht.
glaube, Urien brauchst du sogar in der Ecke, oder? Kann das sein? Nicht? Ja. Das Platz nicht wenden. Wobei, da hat genug. Ja, ja. 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 Also, ja. Das ist anscheinend. Ja. In den dann. Ah, ja, nee. Was viel wert ist für Urien? Was macht der Taunt für Urien? Das ist so wie Goro Diamond, dieser Erdbeben. Ja, aber wenn der steht, kriegt er einen Buff? Das weiß ich nicht. Nee, fertig ist vielleicht. Was macht der Taunt? Jetzt wird nicht. Vielleicht macht das wirklich nur als kleiner Blocks. Au, oh, guter Rastorin, ja, hat sich gerettet. Oh, oh! 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 1-0 Nico! Da macht er den Lüfter. Wake up Superman. Mhm. Ein Klassiker, das heute nicht. Ein Klassiker in First Strike ist, den Gegner auf Cross-Up-Distanz überspringen, nichts drücken, einfach super. Weil die meisten drücken wohl. Mef muss früh schlafen gehen. Ja. Schlag 2. OBS läuft so gut, das ist ganz gut im Wort gefasst. Du musst nichts machen, du musst den Stream laufen lassen. Sweep. Alter, gegen Dario muss man da nicht mal. Oh, what the fuck? Ich glaub, das hab ich noch nie gesehen. Das war echt strange. War's der Meter wert, die 100 zu holen? Hättest du nicht ne Ex-Schulter-Kombo machen können, um ihn zu töten? Ja, sicher, sicher. Das Spiel ist so alt, aber es gibt immer... Weißt du, Urien, wenn er mal trifft, dann bekommt das ganze Meter eben. Das stimmt, ja, und wie hat man früher so schön gesagt, gib ihm scheiß auf Meter, Styler. Genau. Stärkster Wurf im Spiel ist Urien. Ja, größte Reichweite. Wenn das vom Gefühl her. Mach doch am ersten Stand. So? Alle machen gleich den Stand, normaler Wurf, nur Urien ist noch mehr geil. Wieder 1-1. Matchpoint Tico! Die letzte Runde. Ja. Schreckdreck. Hat ihn in der Ecke. Ecke 2 Meter. Guter Block, guter Block. Hat aber noch eine. Oh! Interrupted, die Schulter. Oh ja, sehr gut. Anti-Headbutt. Backthrow. Seifer. Oh nein, er flippt raus! Das war echt schade. Dario bleibt sitzen. Ein Rematch von vorher. Nozorex gegen Dico. Dico ja derjenige, der Nozorex ins Blutus gehauen hat. Achso, den Ego-Spiel gegen ihn. Sie damit leider aus dem Turnier. Mit einem soliden vierten Platz. Kann jemand mein Wasser rein? Nee, nur das Wasser. Nein, Blödsinn, dritter Platz für dich, für sie. Ja, er ist vierter Mann. So, ich sag nicht. Ah ja, Blödsinn. Sorry. Okay, dann warte ich. Brackets nehmen, hab ich gehört, braucht man mittlerweile schon für Bachelor.
kleinen Spiel gestorben. Und sie. Und sie. Und die essen hier Kuchen ohne mich. Der soll hier Kuchen essen. Er kann mich nicht alleine kommentieren lassen. Super Jump Crosser. Lassen sie sich. Bam mit dem Parry. Fuck! Er hat pariert, aber er weiß nicht für wen. Für wen pariert er? Ha, Backstage Cross Team. Spätestens den Wurf. Er hat auch so pariert. Das sieht nach perfekt aus. Ah nein. Er hindert es schon. Wer hat das eigentlich? Machst du es falsch, Negosch? Du musst immer dem Spiel die Schuld geben. Mit deinen Niederlagen. Mach nicht dieselben Fehler nochmal. Bleib bei Elena. Bleib bei Elena, wirklich. Besser als ich auf jeden Fall. Das ist saftiger, oder? Mit Sound danach. Ja, der Deko ist heute einfach zu gut, da kann man nichts sagen. Er pariert, er croucht und Midkick supert. So wie sich das, Kopf. Ja, so wie sich das für einen Ken gehört. Ich hatte eben in meinem Match gegen ihn. So, ich kann ihn. Man kann ihn kontrollieren, ja, wenn man seine Dashes und so, wenn man die richtig antizipieren kann, wenn man eine gute Defensive hat. Aber es ist wirklich. Es ist sehr schwer. Also es ist generell, also Gegner, die immer punishen, das baut einfach eine sehr hohe Dominanz auf. Das ist etwas, was ich nicht tue. Ich hol's eher über die Masse, so wie der Elena-Spieler es mit der holden Weiblichkeit macht, ja. Sieht man ja schon an dem Hemd. Kleine Besonderheit jetzt vielleicht in dieser Begegnung sind alte, bekannte Freunde, ja, also die beiden Jungs haben mehr oder weniger zusammen mit dem Spiel angefangen. Das sieht man auch, dass, weil, naja, sie trauen sich mehr im, so im Infight. Ja, die kennen schon ihre Angewohnheiten. Oh, oder? Warst du denn weg? Mit den Elena gesehen? Ich würde jetzt auch mal unterstellen, dass der Deko hat einen generell etwas höheren Parry-Skill. In diesem Match sieht es aus, als ob der Nosarex auch einen sehr hohen Parry-Skill hätte, aber das liegt, wie gesagt, die Spieler kennen sich. Ich weiß nicht, vielleicht hat irgendjemand die Matches von MOV und Ino und Kuroda gesehen. Ja, die hatten irgendwann mal so. Die haben irgendwann mal zu dritt an der SBO teilgenommen und hatten sich auch. Vor, da sind dann also längere Sets von den dreien herausgekommen. Also der Grad der Vertrautheit, das hat man dann wirklich in den Matches auch gesehen. Das, ja, die parieren einfach Sachen. Also das ist klar, ja, wenn man die ganze Zeit das Gleiche auf sich zukommen hat, gewissermaßen. Ist übrigens auch ein interessantes Thema, wie der schöne Wiskant oder Wisson, der. Weiß nicht, der Marvel-Spieler, ja, der hat eine Aussage getroffen, und zwar, dass man seine Taktik nicht verändern muss, wenn sie trifft. Ja, und das hat er irgendwie vom Poker abgeleitet. Damit meine ich einfach nur, wenn zwei Personen dauerhaft gegeneinander spielen, es ist auch die Frage, wer kann seinen Gameplan länger durchziehen. Und es sind kleine Variationen, also ich meine, es sieht dann gleich aus, aber wenn man die ganze Zeit mit einer Sache rechnet und die dann immer vom Timing etwas verändert wird,
durchaus effektiver, als ja, von seinem ursprünglichen Gameplan abzuweichen und ihn für ein Mix-Up aufzuopfern. Ich lasse dich denken, dass ich das mache, und dann mache ich es etwas später. So, nach diesem Prinzip. Ja, der Deco ist wirklich sehr gut. Holt sogar das Perfect hier. Jetzt sind wir schon beim Grand Final, glaube ich. Ja, das ist Grand Final. May kommt aus den Winners. Deco muss reset. Best of 3, oder? Best of 5? Best of 5 mit reset. Das ist der Deco, der nie die Hand gibt, der nur die Faust gibt. Ja, mir hat er nicht mal nach dem Match die Hand gegeben. Er ist sehr cocky, aber ja, das gehört dazu. Ja, ja, auf jeden Fall. Punkt der Film mit Sweep, solange es sich noch erlauben darf. Der Super kann schon nicht wirklich passen haben. Finde ich immer wichtig, als wenn der erste Runde schon. Dann zu öffnen, weil da hat sie noch keinen Meter. Man merkt schon, wie er jetzt geduldig ist, sieht. Dann ist den super reinrennen. Ja, man kann jetzt auch schon schön sehen, wie in dem Matchup das Counterpoking von Ken zurückgefahren wird. Ist doch noch vorhanden? Ja, es ist schon noch vorhanden, aber es war jetzt keine. Ja, ja. Also es war eine andere Situation, weil Chun-Li eben aus der Luft kam. Das war, sie haben sich nicht taxiert vorher. Aber im Taxieren, da hält sich der Deco ganz bewusst stärker zurück. Ich meine, also das würde ich auch machen, ja, weil. Ja, wenn die Wand auf einen zukommt. Die Wand, die einen wirft. Yeah. Oh. Ja, ja. War auch ein bisschen Glück dabei, ganz ehrlich. Aber EX Hadouken, ja, kann man machen. Ist wahrscheinlich wäre mit deinem Crouching Mid-Punch jetzt eben besser bedient gewesen in der Situation. Execution-Fehler wahrscheinlich von Deco eben, ja, mit dem Forward gedrückten Hardkick. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das Absicht war. Ja, aber es ist auch wirklich Player versus Play. Man merkt schon, dass der Deco, er hat ein bisschen Illusionen über den Maeve. Da bin ich mir relativ sicher. Der Maeve ist ja das Wunderkind, nebenbei gesagt. Ja, hat am schnellsten gelernt. Ist ein, ich weiß nicht. In jedem Spiel, glaube ich, das er angepackt hat bisher, war er immer in Top 3 auf jeden Fall, relativ schnell. Was ich weiß, als er Social kam, war er jetzt mit 4 Spieler. Also auf jeden Fall jetzt, ich glaube sogar mit Pass, bin mir jetzt aber nicht sicher. Mit der Aussage. War dann auf jeden Fall sehr motiviert. Auch mit First Strike. Was er mittlerweile auch viel lieber spielt. Hat sich auf jeden Fall in sehr kurzer Zeit zu einem Top-Spieler hochgearbeitet. Steckt jetzt aber erstmal ein gegen Darius Chun-Li, den ich ehrlich gesagt glaube ich noch nie gesehen habe. Also ich bleibe auf jeden Fall bei meiner Meinung. Ein Character Switch. Selten, na, cool, ja. Das bringt's irgendwie nicht. Combo Drop. Ja,
Mave jetzt verjumblet oder was vielleicht mit Ken. Ja? Ich glaube, er fühlt sich mit Ken besser gegen Chun-Li. Dann vertauschen sie die Rollen. Ja, es ist wichtig, dass die Jungs beißen. Der Mave ist auch, ja, er ist manchmal ein bisschen salty. Jetzt ist der Deko wieder glücklich. Ja, wir sehen alle, wie er lacht. Das schöne Asiatenlachen. Ja, es war gut gedacht von Mave, er wollte jetzt eben mit dem Crouching Light Kick den Super connecten. Da war die Chun-Li leider wieder aus der Range gewesen. Ist eine schwierige Angelegenheit. Ich weiß jetzt nicht genau, wer von den beiden Spielern halt dieses Matchup besser beherrscht. Jetzt in dem Fall halt aus Ken vs. Chun-Li Perspektive. Hab aber den Eindruck, dass... Ja, der Mave war bis eben noch ganz cool. Ich glaube, er ärgert sich ein bisschen, weil er ein paar Sachen jetzt gedroppt hat. Ja, er ist auf jeden Fall ein Spieler, der immer nur sich selber die Schuld hat. So. Das ist jetzt interessant. Und das wäre jetzt, da würde ich sagen, das war der Unterschied. Wir haben vorhin gesehen, wie der Deko die Ex Hadoken in etwas kürzere Range gedrückt hat und verloren hat. Und das hat der Mave jetzt wirklich ganz gut gemacht. Also es ist nicht so, dass der Hard Punch von Chun-Li jetzt nicht getroffen hätte. Aber er war halt noch nicht active. Deswegen, also ich finde man merkt, dass Mave das Matchup an sich etwas besser beherrscht. So. Ja, Chun-Li ohne Meter. Kann nicht viel abziehen. Oh, ein sehr guter Ball. Ja. Wieder außerhalb der Range gewesen. Ja, schön werfen. Innerhalb der Range gewesen. So. 2-1. 2-1 für mich. Ja, Snirgos, geh mal vor, ich brauch was zu tun. Wart noch Burn-Up, dann geht Jim. An alle Ladies am Stream. Bandi ist heute drin. Aaron Bandic. Der Bandit. Warum spielen sie jetzt eigentlich zwei Best of Threes? Der Mave war die ganze Zeit der Winner's Bracket. Ja, wir haben gesagt Best of 5. Achso, okay. Also wenn Mave diese Runde gewinnt, hat er trainiert. Dieses Match. Na, schon gut auf der Halle. Knapp davor, sich die erste Runde zu holen. Ah, schade. Wäre theoretisch gegangen auf Crouching. Kann man Standing mit Ja. Ist ein Link, aber das ist, schon, das ist schon so Japaner-Niveau. Ja, ja. In Österreich nennt man das die Königskombo. Oh! Ich glaub, jetzt sind sie beide schon müde, weil da waren gerade drei schwere Fehler hintereinander. Ja, man darf auch nicht vergessen, ne? Wir spielen auf Xbox 360. Ne? Es gibt natürlich einen geringen Lag. Beide Spieler das Cap schon gewöhnt. Zumal die Leute auch, glaube ich, alle auf PS2 groß geworden sind, was weniger Input-Lag hat. Ja, auf dem ist bis jetzt eigentlich relativ nahtlos funktioniert, würde ich sagen. Hat die Konzentration schon ein bisschen nahtlos. War es um 2 in der Früh nach 2 anderen Turnieren, nicht verwunderlich.
Ja, trotzdem, man kann wirklich schön beobachten, wie er sein Moveset an die Range zur Chun-Li anpasst. So, yeah! Guter Air-to-Air-Move. Schwierig zu erkennen. Und damit? So, ja, der Mave hat gewonnen.